Gehen wir hier rein und machen weiter die Hauptstory. Gibt es Schäden? Keine offensichtlichen. Byzantinische Templer sind schlechte Gastgeber, aber gute Pächter. Wenn sie einen Ort einnehmen, halten sie ihn in Stand. Weil sie vorhaben zu bleiben. Kessin Likle. Nun, wie versprochen, falls ihr lernen wollt, eure eigenen Bomben zu bauen. Ich zeig's euch. Nicht anfassen. Eine falsche Bewegung und peng, das Haus stürzt ein. Ist das euer Ernst? Euer Gesichtsausdruck. Hier, ich zeig's euch. Ach, Yusuf, unser guter Freund. Bombenherstellung. Die Assassinen haben nun die Kontrolle über die Feste im nördlichen kaiserlichen Bezirk übernommen und Yusuf ist beruhigt. Bringen Sie mehr über die Bombenherstellung in Erfahrung, bevor Sie gehen. Erstmal holen wir uns die. Mal die Patronen hier aufbrechen. So, dann stellen wir uns die Bomben mal her. Unsere Bomben bestehen aus drei Bestandteilen. Der Hülse, dem Schießpulver und der entscheidenden Zutat. Manchmal fügen wir noch mehr hinzu, aus Spaß. Doch dazu kommen wir später. Zunächst konzentrieren wir uns nur darauf. Wir sollen jetzt erstmal diese Verzögerungshülse auswählen. Mit dieser Hülse aus Metall kann die Bombe von Oberflächen abprallen und 3 Sekunden später zünden. Alles klar. Dann das Pulver, das arabische Pulver, dieses Schießpulver mit mittlerem Explosionsradius kann mehrere Ziele auf einmal treffen. Okay. Und wir sollen den Hagel auswählen. Hagel wird natürlich wohl benutzt, die ihre Ziele mit denen bei der Explosion prägelsten Metallsplittern töten. So, jetzt können wir die Bombe testen auch. Nein, der Prosciutto ist besser, aber ihr Bresciola nicht. Ich kenne den Fleischermeister nicht, aber sein Fleisch ist garantiert minderwertig oder zumindest geschmacklos. Es juckt mich wirklich, wieder Segel zu setzen. Es gefällt mir hier, aber ich vermisse die offene See. Ich glaube, ich werde einfach auf dem nächsten Handelsschiff anheuern. Oh, fuck. Okay. Ihr werdet viele Zutaten für Bomben finden. In der ganzen Stadt. Also haltet die Augen offen und die Nase am Boden, wenn ihr herumlauft. Das sollte mich beschäftigen. Grazie, Yusuf. Kennt ihr dieses Buch? Nein. Ein Tagebuch? Sie. Der geheime Kreuzzug von Niccolo Polo. Marcos Vater? Ich fand es bei einem Templer in Masyaf. Es erwähnt die 5 Schlüssel zu Altairs Bibliothek. Niccolo versteckte sie in der Stadt.
Ah, und die Templer wissen davon. Also ein Wettlauf gegen die Zeit. Einen fanden sie schon. Unter Top Kapi. Den will ich mir holen und die anderen suchen. Also, wo werdet ihr anfangen? Am alten Polo-Handelsposten, denke ich. Sie hatten ein Geschäft in der Gegend, oder? Ich glaube schon. Sprecht mit einem Mann namens Piri Reis im Bazar. Er kann euch die Richtung weisen. Und euch ein paar mehr Bombenrezepte beibringen, falls euch danach ist. Jo, Piri Reis, da gehen wir direkt hin. Ich will noch ein paar Bomben herstellen, eigentlich. Geht das jetzt nicht hier? Oh, Freunde. Mann, oh. Die Splitterbombe, die Kirchkötterbombe. Ich werde jetzt die Bomben nicht so krass benutzen, das ist es einfach. Weil ich einfach nicht der krasse Typ bin. Ich denke da halt einfach im Kampf nicht dran oder bei der Mission. Deswegen ist es ist nicht schlimm oder so, aber. Was macht der denn da? Ich habe das, beim ersten Mal durchspielen habe ich es auch nicht so oft benutzt. Chill, Mann. Wir suchen Piri Reis. Ein cooler Typ, finde ich. Ich habe schon seit Wochen die Kinder nicht mehr gesehen, weil so viel zu tun ist. Gehen wir mal zu Piri Reis rein. Piri Reis? Ich glaube, ich kenne einige eurer frühen Werke. Reis? Hat Yusuf Tassim euch geschickt? Das klingt nach einer seiner Übertreibungen. Sie. Er sagte, ihr könntet mir den Standort von Niccolo Polos Handelsposten zeigen. Ah, ihr müsst dieser Floranzali sein, über den er ständig jammert. Lothario? Ezio. Das klingt doch alles gleich. Ja, die alte Polo-Faktorei. Westlich der Hagia Sophia. Hier. Grazie. Yusuf erwähnte auch, dass ihr der richtige Mann wärt, um über spezielle Bomben zu reden. Ach, dieser Mann. Er redet zu viel. Er wett. Ich bin Navigator in der Marine. Zurzeit beurlaubt im Studium der Kartografie. Doch in meiner Zeit als Soldat habe ich die Artillerie und Sprengstoffe schätzen gelernt. Das kam auch den Assassinen zugute. Es verschafft uns einen Vorteil. Ich habe verschiedenste Bomben, nur für Assassinen, versteht sich. Tödliche, taktische, zur Ablenkung und ein paar ausgefallene Hülsen. Alles, was ihr seht, steht zum Verkauf. Falls ihr beweist, dass ihr damit umgehen könnt. Ich bin sehr gelehrig. Nun, niemand hält euch auf. Gebt einfach Bescheid. So. Die will ich haben. Die. Einstellung herstellen, die betroffenen Personen sind besonders anfällig für Angriffe. Keine Bestandteil taktischer Bomben für die Fortbewegung und Einschränkung und die betroffenen. Taktischen Rauchbau eingesetzt, dadurch eignet sich diese gute Vernebelung eines Attentats oder Fluchtversuchs.
Alles klar. Ich wollte nur ein paar Bomben herstellen. Pulver nicht. Ich hätte jetzt Hülsen gebraucht, aber gut. Ist ja nicht so schlimm. Ja, ich habe da Datura-Puder mir mal geholt, weil das ist so ein, ich sag mal, Gas in Anführungszeichen. Kennt ihr die alte Mühle bei Balla? Der Rabbi will sie renovieren wir gerade eine Bank. Wieso nicht? Der gute alte Templer Kenntnisstand. Ja, ist irgendwie, naja, den kennen wir halt immer, ne? Und der ist eigentlich einem ziemlich egal. In Sperrgebieten wird einer sowieso oder so erkannt. Und sonst erkennt ihn halt kaum einer. Außer wenn man natürlich ganz rot ist, aber das kann man ja wieder leicht aufheben. Und da sind wir auch schon und wir machen auch direkt, ich mache gerade den Aufsichtspunkt. Einfach nur, weil wir gerade in der Nähe sind. Und weil wir sonst die halt nicht machen würden, ne? Wenn ihr hier bist du eigentlich... Du denkst auch, du wärst cool, ne? Ja, bist aber nicht. Von einem alten Greis hast du dich umbringen lassen. Das ist ziemlich peinlich, ne? Das ist dir schon bewusst. Das ist eine elegante Art der Fortbewegung. Also, mir fehlen einfach die Worte. Ja, ist gut so. Das ist eine elegante Art der Fortbewegung. Also gerade schon mal gesagt, aber gut. Komm hoch. Schon hoch. Du schaffst das. Yes. Yes. Hier noch im letzten Moment umgedreht. Natürlich. Wie hätte es anders kommen können? Ich drehe mich um.